Liebe Europäerinnen und Europäer, heute ist Aschermittwoch, ein Tag, an dem wir uns traditionell auf die Fastenzeit einstimmen und uns auf das Wesentliche besinnen. Doch während wir hier in Europa in einer friedlichen Gesellschaft leben, eskalieren gleich mehrere Konflikte, die uns betreffen. In Afghanistan, im Nahen Osten, im Iran, auf dem afrikanischen Kontinent. Und weil es vor allem vor unserer Haustiere ist, der Krieg in der Ukraine. Global erleben wir, dass auch China die Muskeln spielen lässt. Russland zu unterstützen, ist kein Problem mehr. Und Taiwan soll am liebsten annektiert werden. Wo kommen dann eigentlich die für die europäische Wirtschaft so wichtigen Chips her? Sanktionieren wir China wie Russland? Und was passiert, wenn der nächste amerikanische Präsident ein republikanischer oder konservativ-demokratischer Hardliner wird? Wir als Europäische Union haben eine Verantwortung. Nicht die alleine die Lösung für diese Konflikte zu finden, sondern es erfordert Lösungen, die auf Dialog und Verhandlungsbereitschaft beruhen und die Interessen aller beteiligten Parteien berücksichtigen. Es muss am Ende eine friedliche Lösung geben, die allen Beteiligten eine Perspektive bietet. Hier kann und muss die EU eine wichtige Rolle einnehmen. In meinen Augen hat sie hier sogar eine historische Chance. Doch darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Vorher wende ich den Blick aber auch auf Europa selber. Die eigene Haustüre, liebe Europäerinnen und Europäer, mit drei wichtigen exemplarischen Themenfeldern. Beschäftigung mit Mindestlohn und bezahlbarem Wohnraum sind Herausforderungen in jedem der 27 Mitgliedsländer der EU. Auch die Gesundheitssysteme sind über dem Limit. Wir erleben es nur noch immer mehr in Deutschland selber und auch, dass wichtige Arzneimittel nicht lieferbar sind. Die Transformation der Energie- und Verkehrspolitik ist zudem in vollem Gange. Die globale Erderwärmung, durch uns, den Menschen geboostert, muss massiv gebremst werden. Durch uns alle gebremst werden. Europa kann auch hier eine historische Chance nutzen. Ich nehme nun die globalen Themen wieder dazu und sage, Deutschland und die EU können hier Trendsetter sein. Wir sind indirekt als Exportweltmeister und in Europa als größter Binnenmarkt durchaus an mehr Emissionen beteiligt als nur innerhalb der nationalen Grenzen. Doch wir können Gradmesser sein und voneinander lernen. Zum Beispiel von den skandinavischen Ländern. Hier als Beispiel, die Lebenszufriedenheit ist hier am höchsten. Sie ist familienbewusst und pragmatisch. Europa kann durch Entbürokratisierung und Bündelung von Ressourcen auch die Verteidigung optimieren. Wieso diskutieren wir nicht über eine europäische Verteidigungsarmee unter Mandat des Europäischen Parlaments? Daher habe ich mich entschieden, heute die Parteien nicht populistisch und pseudokarnevalistisch zu attackieren, sondern ich lade sie ein. Ich spreche hiermit die herzliche und ehrliche Einladung an alle demokratischen Parteien aus, sich einen Ruck zu geben und nicht nur proeuropäisch zu handeln, sondern auch pro-europäisch zu agieren. Lasst uns endlich die notwendige Debatte führen, wo es mit der EU und Europa hingehen kann und soll. Offen und ehrlich und zuhörend. Blenden wir dabei nicht die Dinge aus, die uns allen auch emotional wichtig sind. Migration und Integration, Bildung und soziale Teilhabe, existenzielle Sicherheit sowie die Anerkennung der individuellen Bedürfnisse. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir hier Lösungen voranbringen können. Wir sollten daher mehr über die Lösungen sprechen, als über die längst in Dauerschleife vorgebrachten Probleme. Solche europäische Lösungen können nur gelingen, wenn alle europäischen Länder an einem Strang ziehen. Wir müssen gemeinsam mit unseren europäischen Partnern an einer friedlichen Lösung arbeiten. Nur so können wir langfristig Frieden und Stabilität in Europa gewährleisten. In der Fastenzeit geht es auch darum, sich auf das Wesentliche zu besinnen und darauf zu achten, was wirklich wichtig ist. Frieden und Stabilität in Europa sind essentiell für unser Zusammenleben und unsere Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam dafür einstehen und uns für eine europäische Lösung nicht nur, aber vor allem im Ukraine-Konflikt einsetzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.